Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Wo die Tasse erstmal woanders sehen, die muss ja nicht runterfallen. Dann kurz die Uhr irgendwie so hinstellen hier, dass ich die von hier aus erkennen kann. So, zack, auch im Blick. So, Super Expert, 30 Minuten für die ganze Partie gegen Mephisto Vancouver. 30 Minuten für die ganze Partie. Ich gehe erstmal auf Start hier und dann kommt das auch, wie ich drin ist hier. Ist drin. So, los geht's. Mal gucken, was ich hier noch einstellen kann. Ich mache mal das Tournament Book, das ist Set Level. Tournament Book und ich gebe ihm auch Weiß, deswegen sage ich hier mal Go for it, E2, E4. Ich glaube, der Polgar verträgt das Modularbrett nicht bei mir. Ich habe den heute wieder spielen lassen, ging in Vancouver 30 Minuten für die ganze Partie. Und irgendwann hört man aber dü-dü-dü-dü-dü, und dann hat er wieder resettet quasi. Da war ja die Grundstellung. Deswegen habe ich dann mal hier lieber das Ganze sein gelassen. So, die können ja weg hier. Noch werden sie ja keine Damen geholt. Läufer D3, D7, D5, für eine altbekannte Variante. Springer E5 schlägt. Ich muss hier eigentlich jetzt mal einigen, wo ich welche Puppen hinstelle. Läufer D6. Jetzt ist der Polgar wieder im Münchenbrett. Der Modular ist wieder der MM4 ist wieder im Modularbrett drin. Und der Polgar wieder in München, wieder Polgar München. Läufer E5 schlägt, alles noch Theorie hier. E5 schlägt. Bestimmt, ach, sieht ja diese C4-Sache. So richtige Seite hinstellen. Springer C6 ist auch noch Theorie. Ich lasse ja diese Fernpartie spielen. Milano gegen Zirkon 2 ist das, glaube ich. Also der Super-Expert spielt das auch, diese Variante. Aber nach Dame H4 steht es auch aus dem Buch. Das ist wohl so nach dem Motto, wenn man nach Dame H4 schlägt, die Züge, die dann kommen, die finden die auch ohne Buch. Weil Schwarz einfach so schlecht steht. Aber das kommt mir immer noch nicht, kann ich immer noch nicht ganz plausibel nachvollziehen, warum 14 Millionen Positionen nicht reichen, also 14 Millionen nicht ausreichen, um zu erkennen, dass man den Bauern nicht schlagen kann. Läufer G5 und dann dampfen die Züge ja schlagartig ein. Also die Dame hat dann nur noch sehr wenig Felder, sodass das quasi plausibel ist, der weitere Verlauf. Also vielleicht verrennt er sich einfach in andere Varianten, die er dann immer tiefer berechnet und macht damit gar nichts mehr. Interessanterweise hatte der Star Diamond das nicht im Buch drin. Diese H4-Geschichte. Der war vorher schon draußen aus dem Buch. Da kam irgendwann Turm C1 und E6 und da war der Star Diamond aus dem Buch. Auch interessant, dass der Super-Expert quasi eine Variante drin hat, die das Star Diamond nicht drin hat. Uhr, ich wünsche mir viel Glück. Das ist so Tradition im Lipo-Haushalt hier, bei Schnapszahlen immer. Ja, was will ich auf H5? Wenn er jetzt F3 zieht, wow, gehen wir immer noch G6. Hol G6, Dame H6. Fühlt ihn schon mal ein bisschen geht schon ein bisschen auf Tuchfühlung. Ja, bei den Figuren wusste auch nicht, wo die her waren, von dem ich den Super-Expert habe hier. Der hat mir geschrieben, die wären dabei gewesen, die Figuren, bei dem Gerät. Ich glaube, selbst der wusste das auch nicht, wo die Figuren her waren. Es sind nicht die Originalfiguren, es ist nämlich rotes Filz. Also normal Standard ist eigentlich immer grünes Filz. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. So, dass an
an Bild, also Billard- und Snookertische haben ja auch grünes Filz. Ob das da deswegen ist? Dass das den wohl grün deswegen besser gefallen hat? Ich glaube aber nicht, dass das jetzt hier Snookertischfilz ist, so nach dem Motto. Und da muss der Vancouver mal rechnen hier. Das ist H4, das ist bestimmt, ich weiß nicht, ob das auf diesen Super-Expert zurückzuführen ist, diese Variante. Da müsste man mal nachgucken, welcher Computer von den alten Klassikern den nicht schlägt, den Bauern. Man muss erkennen, Dame H4 schlägt Läufer G5, dann geht nur Dame G4 oder H5. Und da muss man dann nur erkennen, dass dann das allmählich ein bisschen knapp wird für die Dame. Dame D7 ist übrigens Theorie, aber nicht hier, sondern in dieser Variante. Aber ich erzähle Sachen von Varianten, die gar nicht auf dem Brett stehen. Auf jeden Fall, das Schlagen des Bauern ist nicht Theorie. In dieser Fernpartie, die da läuft. Läufer E4 schlägt. Ich nehme ihn mal zurück hier. Was will er denn sonst machen? Was überlegt er denn? Lass mich mal mitdenken. Er muss ein bisschen auf D5, E4 hoffen. Wenn er natürlich G7, G6 macht, dann ist das nicht mal so einfach. Woher kommt Dame H6? Das ist, glaube ich, sogar verloren. G6, Dame H6. Da muss er ja wieder nehmen. Da kommt Läufer G5. Und da muss er quasi schon F6 ziehen. Weil wenn dann Dame D7 kommt, Läufer F6, dann ist die Sache einfach matt. Also G6 wäre sogar ein kapitaler Bock. Aber man muss das genauestens berechnen hier. 0,03. Ja gut, da zahlt er schon etwas mehr Züge an hier. E4 schlägt. Läufer G5. Dame D7, Springer C3. Dame D4. Und so weiter. Ich habe heute im Buchladen bei uns hier in der Stadt. Der Super-Expert ist dran. Da waren so kleine Schachsets für 16 Euro. Die Figuren waren aber nicht magnetisch. Wären die Figuren magnetisch gewesen, hätte ich mir das überlegt, mir das Ding zu holen. So kleine Holzfigürchen, vielleicht für eine. Ich habe jetzt kein Modular mehr ohne Figuren. Also figurenmäßig bin ich jetzt ausgestattet. Ich finde das immer so komisch, wenn die Leute quasi Komponenten alle einzeln verkaufen. Tja, was soll das bringen? Dann werden die Lehrmodule einzeln verkauft, die meinetwegen der Vancouver wieder verkauft werden. Das Figurenset einzeln, das Brett einzeln, das Lehrmodul einzeln. Und was ich total weird finde, ist, wenn das Displaymodul und das Spielmodul auch noch einzeln verkauft werden. Aber die habe ich auch schon gesehen. Ich habe das Displaymodul da auf eBay sogar noch einzeln gesehen. Also das Almeria war das, glaube ich. Das Spielmodul Almeria wurde einzeln verkauft und das Displaymodul einzeln verkauft. Was ich schon sehr gut finde, ist, dass hier bei Vancouver dieses Netzteilmodul nicht mal dabei war. Also ich stelle mir das ziemlich lästig vor, wenn man sich den Vancouver holt, 32-Bit, das Modulset, setzt das ein und dann muss man den Netzstecker vorne am Modul reinstecken, dann ragt er so raus. Also das würde mich schon massiv stören. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie das dem Techniker geben könnte und dann fragen, ob das nicht ginge, dass da zur Seite rausginge. Ach, das ist ja auch blöd. Wenn du dann vergisst, dass da an der Seite rauskommt hier bei dem Modul und willst die Schublade reinschieben, dann ist das auch ein Problem. Ich glaube, dann sollte man eher das Brett modifizieren lassen, dass das Brett, dass man das auch hier da hinten dran machen kann. Am normalen Netzanschluss. Ich glaube, das waren die ESB-Bretter. Da konnte man sowas auch ohne Netzteilmodul machen. Weißt du, ob die Münchens generell gehen, die Münchenbretter? Man darf da natürlich kein MM4-Modul reinsetzen und vom Vancouver das Netzteil anschließen. Läufer G5. Das hat ja gar nicht lange gedauert. Ja, zwingen kann man es nicht. Jetzt Dame D7, Läufer F6, Bauer F6 und dann König H8, Dame Schach und Turm G8. Also so geht's nicht. Sonst wäre Läufer F6
Wie muss das dann stehen? Da muss ja quasi auf V8 ein Springer stehen. Also Dame D7, Läufer F6, Bauer F6. Und wenn dann hier ein Springer stehen, da könnte man als nächstes Dame H6 in Mattdrohung, aber jetzt sieht einfach König A8. Ja, der Bauer muss ja jetzt gedeckt werden. Aber wie gesagt, Läufer F6, das ist ein bisschen. Was ist denn mit Läufer E7? Sehe ich jetzt erstmal. Läufer E7, Springer C2, Läufer F8, Springer A1. Okay. Ja, da müsste schon irgendwie der Läufer auf E7 stehen und die Dame, wenn das dann Dame G5 gehen würde und G6 und Läufer F6, aber dann. Dann ist Dame A6, das ist alles so ein Wunschdenken. Das kannst du dir nicht zusammenfummeln hier. Wie willst du das machen? Da, wenn der Läufer wegzieht, der Läufer H4. Auf Dame G5 steht der Läufer aber im Weg, also Läufer E7 wäre denkbar. Läufer E7, Springer C2, Dame G5. Droht erstmal das Matt auf G7. Da muss er meinetwegen G6 ziehen, dann zieht man Läufer F6. Was kann man denn noch gegen Läufer Dame H6 unternehmen? Was er dann das Matt drohen würde. Wäre so ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, ob das sogar schon gewinnen würde. Läufer E7. Ja. Da erwarten wir ein wenig zu viel hier von unseren alten Kumpels. Das kannst du vergessen. Vielleicht habe ich ja irgendwas Primitives übersehen. Also ich hätte gedacht, Läufer E7 und wenn er Springer C2 macht, machst du Dame G5, droht das Matt hier. Und wenn G6 kommt, machst du erstmal Läufer F6. Der König ist gestunt. Und das droht dann Dame H6 mit Matt. Und was willst du dann noch erfinden dagegen? Da kann man quasi schon aufgeben. Aber das sehen die nicht. Die selektieren ja einiges raus. Das heißt, kann sein, dass sie irgendwie diesen Läufer F6, diesen stillen Zug, da eigentlich nichts droht von an sich selbst, außer dass Dame H6 droht. Dass sie das dann rausselektiert haben. Hast du ihn gar nicht direkt den Bauern? Die Figur entwickelt? Okay. Dame H4. Könnt ihr mal gucken mit euren Geräten, ob hier Läufer E7 die Partie nicht schon gewonnen hätte. Die Drohung ist ja Dame G5. Und wenn man einfach F6 zieht, dann wird einfach der Turm mitgenommen. Dann wird der Springer mitgenommen. Springer Läufer B4 schlägt. Also statt hier Springer C3, Läufer E7. Die Dame deckt ja den Bauern, also F6 als stillen Zug kannst du ja nicht bringen, weil dann die Figur einfach weg ist. Wenn der Springer C2 zieht, machst du Dame nach G5, drohst das Matt hier, G6, Läufer F6 und das droht dann schon Dame H6. Da muss irgendwas gegen Dame H6 gefunden werden. Der Läufer deckt den Bauern hier, das geht ja auch nicht. Es ist auch keine Figur, die den Läufer einfach schlagen kann und selbst wenn die da wäre, wäre nach Dame H6 der Bauer noch da. Na gut, aber wen willst du ranholen überhaupt, um das zu machen? Von C2 der Springer kann nichts machen. Und Turm E8, da machst du Dame H6, dann droht schon das Matt. Es kann sein, dass das auch gewonnen hätte. Vielleicht ist auf Läufer E7 auf was ganz anderes gekommen. Kann auch sein. Wie gesagt, F6, dann zieht der Springer, also wird der Springer geschlagen. Was willst du da machen auf Läufer E7? Springer C2, Dame G5 und dann ist doch schon Holland in Not hier. Obwohl, da kann man theoretisch, da kann man nicht den Bauern nehmen. Ist ja gedeckt durch die Dame. Läufer E7, Dame E5 schlägt. Und ja, Läufer B4 schlägt. Man weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Sakos. Aber ist ja interessant. Ich frage mich, ob die. Also, nachdem das so ein bisschen den Bach hinunterging mit den Schachcomputern, also Ende der 1990er, wo dann ganz viele Ramschgeräte verkauft wurden, ob man zwischen 1998 und 2010 es überhaupt für Möglichkeiten hätte, dass heute noch so teure Geräte produziert werden. So ein Phoenix-Modul, 1200 Euro. Ich glaube, das hätte damals gar niemand für möglich gehalten.
dass überhaupt preislich das überhaupt verkauft werden kann. Man muss natürlich erstmal das Geld dafür haben. Und was für Gewinnspannen muss man haben, dass sich das lohnt, die Geräte zu produzieren. Was hast du davon, wenn du 2 Geräte verkaufst? Oder 10? Da muss ja schon irgendwie ein bisschen mehr bei rumkommen. Und wenn du kannst ja auch nicht so machen, dass du nur 50 Euro pro Stück einnimmst. Das sind ja keine Spielekonsolen, wo du an 89 Millionen Konsolen verkaufst. Also das ist wahrscheinlich ein Wunder vermutlich. Lipo, es ist ein Wunder. Das ist ja groß ziehen. Man sieht Läufer E7 oder man sieht ihn nicht. Andererseits, wenn ich denen das Gerät spielen würde, kann sein, dass ich Läufer E7 sehen würde. Aber es wäre trotzdem nicht so einfach. Was blinkt denn hier wo? Turm E1. Der muss jetzt irgendwas auf Springer C2 haben. Turm E4 schlägt. Springer A1 schlägt. Turm C4 schlägt. Ich finde das so interessant, das Design dieser Geräte. Der ist ja allein die Herangehensweise ist komplett unterschiedlich. Während beim Super Expert sämtliche Bedienelemente als Knöpfe zu sehen sind, mit Beschriftung, ist bei dem Vancouver das per Menü gesteuert. Da sind ja hier nur 2, 4, 6 Knöpfe und dann also die Cursor-Tasten und Enter Clear. Mehr ist das ja nicht. Ist aber nicht so schwer zu bedienen. Man muss sich erstmal reindenken hier. Vom Almeria bis zum London-Update war die Bedienung ja gleich. Das hat ja auch der Ossi Weiner gemacht. Diese Benutzerführung. Ich habe nämlich mal gelesen. Oh Mann. Weiß nicht, ob das die Konkurrenz war. Die quasi gesagt haben. Das hätte er, also die anderen. Ja. Händler mit diesen Schachcomputern. Dass der Ossi Weiner das so gemacht hätte, damit nur er das am Telefon erklären könnte. Also muss er das wohl gemacht haben. Mich auch Ossi Weiner auch die treibende Kraft hinter dem Phoenix-Modul war. Da soll jetzt auch ein Update kommen. Quasi einen DLC. Ja, eigentlich ist es ein Download-Content. Man kann sich aus dem Internet quasi diese Engines runterladen. Aber ich mir jetzt meinetwegen. Ich weiß nicht. Das ist alles eine Preisfrage. Man holt sich ein Device und das ist ja nur für diese Schachprogramme da. Das ist ja nicht irgendwie ein Tablet-PC, den man anderweitig noch irgendwie nutzen könnte. Es ist ja quasi rein dieses Gerät fürs Schach, als Schachcomputer. Für 1200 Euro, da kann man sich auch schon mal einen PC kaufen. Da kann man aber mehr mitmachen. Das ist immer so das Problem. Das ist etwas, was man überhaben muss. Man muss das Geld nicht einfach haben, man muss es überhaben. Dass das Geld haben ist hier, meinetwegen man hätte ein Auto. Man kauft sich jetzt dieses Phoenix-Modul. Man hat das Geld auf dem Konto, kauft sich jetzt das Phoenix-Modul. Alles in Ordnung. Man muss sich irgendwie sparen oder was, irgendwie man hat es halt. Und jetzt geht ja mal ein Auto was kaputt. Reparaturkosten 2000, oder sag mal, ich sage mir gleich mal so schweineteuer. Sag mal ruhig 800 Euro Reparaturkosten. Hast du aber nicht, weil das Geld hast du in den Phoenix-Modul reingesteckt. Da kannst du das Phoenix-Modul wieder verticken, um die Kosten zu haben für die Reparatur. Also man muss es nicht nur überhaben, man muss es für diesen Zweck auch überhaben. Wenn ihr wisst, was ich meine, sag mal 17:33, mach mal ein bisschen tempomäßig hier. Ich würde ihn ja mal eine Fernpartie spielen lassen, aber ich glaube nicht, dass der muss die Möglichkeit haben, dass man ihn ausschaltet. Um ihn dann wieder einzuschalten. Also nicht ein Ausschaltermäßig, sondern wie beim Milano Memory, da kann ich den ausmachen. Wenn ich den nächste Mal wieder einschalte, kann ich die Partie fortsetzen. So meine ich das. Das konnte der MM1 sogar schon. Mit Stop und On. Den habe ich auch eine Fernpartie spielen lassen. Ich lasse ihn den Zug ausführen, schreibe den auf, dann auf Stop. Dann sende ich ihm den Zug. Und er sendet mir die Antwort zu. Ich mache den Gerät wieder auf On, gebe seinen Antwortzug ein, dann rechnet der MM1. Irgendwann macht er seinen Zug. Ich schreibe den wieder auf, mache auf Stopp
und übersende ihnen den Zug. Man kann immer Stopp und On machen. Das müssen die schon machen. Also ich würde einen Schachcomputer nicht dauerhaft eingeschaltet lassen für diese Partie. C7, C6 deckt sich den Bauern. Was haben wir denn materiell überhaupt? Schwarz hat die Qualität bekommen. Und hat einen Bauern mehr? Ja, drei Bauern gegen zwei Bauern. Also Weiß hat fünf Bauern, Schwarz hat sechs Bauern. Ein Turm, Turm. Springer, Springer, Dame, Dame, Läufer, Turm. Also Schwarz hat sogar die Qualität mehr. Jetzt muss nur irgendwie der Springer da rauskommen. Turm E4, das heißt der Lippo, Achtung, Achtung, Gehirn, Achtung, dein Gehirn, könnte man auch sagen. Der Wenku hat die Qualität mehr, Jesus. Lippo, Achtung, dein Gehirn. Das kann doch wohl nicht wahr sein, nix los hinter deiner Stirn. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Meine Güte. Immer so eine Soufflöse in ihm stehen haben. Wenn man was Falsches sagt, immer so ein Nackenschlag. Der Wenku war schwarz. Oh ja, richtig, meine Dame. Der Wenku war die Qualität mehr. Stimmt, der Super-Experte hat ja diese für mich eigentlich recht simple Kombination da übersehen. Da ging ja aber irgendwas auf Läufer E7. Dann einfach die Dame E5 schlägt und dann, ja, dann ist da nicht viel. Läufer Läufer wie viel schlägt gekommen? Man weiß es nicht. Es ist so verzwickt hier. 17:36 schon. Vermutlich muss ich die Partie eher abbrechen hier. Sie dauert zu lange. Ich hätte sie mir auch denken können. Bitte startet die Partie noch. Während ich diese grüne Status-LED bewundere. Also irgendwie könnte ich mir das vorstellen. Könnte ich mir vorstellen, dass mit dieser grünen Leuchte zum Exklusiv, also mir viel zu exklusiv im Gegensatz zu München, der Exklusiv hat das ja nicht, diese grüne Status-LED hier. Ich glaube, das ist so irgendwie, als wären, hätten zwei Leute den BMW und der eine hat irgendwie, ich kenne mich da nicht jetzt nicht aus, der eine hat die 120 PS Version, der andere die 180 PS Version und die 180 PS Version hat dann irgendwie geilere Felgen. Muss man nicht haben, aber hat er eben. So ist wahrscheinlich so mit der Statusleuchte hier. Weiß nicht, ob man die beim Exklusiv so vermisst, dass er keine Statusleuchte hat. Bin jetzt auch nicht so der große Autofan. Selbst bei uns hier im Kaff, diese Straße, kommt mir manchmal vor wie Autobahn. Wie muss das dann in Großstädten aussehen? Also mir würde es zumindest auf den Sack gehen, wenn ich ein Auto... Achtung, Lepo, aufpassen. Wenn ich mir ein Auto holen würde, um mit dem Auto zur Arbeit fahren zu können, um diesen Job, mit diesem Auto, den brauche ich, um dann einen Job zu kriegen. Und im Endeffekt ist es dann so, dass man den Job aber dann nicht mehr verlieren darf, weil man ja dann wieder das Auto verliert. Also das würde mir auf den Sack gehen, wenn ich arbeiten würde, um ein Auto zu finanzieren. Das ist etwas, was ich nicht so geil finden würde. Da sollte man auch nicht unbedingt... Ja, wir haben Leute bei uns, die kommen aus Recklinghausen. Ich weiß nicht, würde ich mich aus Recklinghausen hier in Castrop bewerben und dann müsste ich jedes Mal mit dem Auto nach Castrop fahren? Würde ich jetzt auch nicht so geil finden. Da müsste ja wirklich... Das ist ja wie dann zwingend erforderlich, das Auto. Aber was soll ich erzählen, Lippo oder nicht Autofan? Sie können kein Deutscher sein, Sie müssen doch hier. Keine Ahnung hier. Sehen Sie hier, ich zum Beispiel, meine CD-Sammlung hier, die riechen alle hier, die Gran Turismo-Version. Die einen riechen wie Dunlop-Reifen, die anderen riechen wie die anderen Reifen da. Gab es da nicht mal so ein. War das nicht mal so bei Gran Turismo, bei dem. Ja, irgendein Spiel war doch da dabei. Das roch irgendwie nach Autofelgen. Das Teil, ich weiß, oder Autoreifen, ich weiß auch nicht mal, was das war. Ob das überhaupt der Fall war. Ich weiß es nicht. Du musst ja noch die Kohle dafür haben. Was hast du davon, wenn du auf letzte Rille das Auto finanzieren kannst? Und dann kannst du ja nicht irgendwie mal eine Tour machen, weil der Sprit ja wieder viel zu teuer ist. Also um das Auto nur von zu Hause zur Arbeit und zurück zu bewegen. Das wäre mir ein bisschen zu... Ja,
zu unerfreulich, sagen wir es mal so. Was könnte man denn jetzt hier machen dazu? Um mal ein bisschen zum Schach zurückzukommen. Ab und zu zuckt der Lippo sein Gehirn, dann sagt er, es geht hier um Schach. Keine Ahnung. G4 war auch schon so ein geiler Zug. Wahrscheinlich war das so ein, ja, mit der Brechstange erzwungener Angriffsversuch. Es droht da schon, Turm schlägt E4. Meinetwegen, Weiß zieht A2, A3. Turm E4, Springer E4, Dame, Schach und dann ist der Springer weg. Das ist ja schon die Drohung, auch nur mit Schach, weil dann muss dann der G2 und dann Dame schlägt Schach. Und dann muss der zarte Lippo eingreifen und dann sagen jetzt, ist genug hier. Uhr. Viel Zeit habe ich nicht mehr, aber ein bisschen Zeit habe ich noch. Turm A4 attacking the Queen. He must do make some move in epischem Englisch. Ja, Turm E1 Schach, ja, wäre ein Schachgebot, da müsste dann nach G2 ziehen. Ach, was käme denn dann so Schönes? Ich weiß es nicht. Hm. 2,75? Warum ist er 2,75 plus? Das ist ja nicht irgendwie 0,75 oder 1,75. 2,75. Okay, ja gut, er hat die Qualität unter dem Bauern mehr. Dame B6. B3. Hm. Sind dieses Turm E1 Schach unabwegig hier? H4, G5. Achso, er will ja hier, gleich hinziehen hier. H4, G5. Das ist gar nicht weiß. Was ist going on? Springer C2 und dann Läufer G5. Ich glaube, der wird auch nicht den Trichter nicht mehr finden hier mit Läufer F6 oder sowas. Obwohl, jetzt droht es ja auch gar nicht mehr. Schande, Schande, Schande. Jetzt hättet ihr die 100 MHz Version des Super-Expert. Zusammengezwirbelt vom König der Hardware persönlich. Vielleicht hätte der das ja gefunden. Man weiß es nicht. Springer C2. Da sofort die Antwort. So lob ich mir, dass der Superexpert merkt, Lippo muss gleich zum Maloche hin marschieren. Nein, hinfahren mit dem Fahrrad. Und es regnet heute nicht. Das finde ich auch sehr geil. Heute gestern auch Glück. Auch trocken hin zurück. War auch so, nicht so ganz regenfrei, das Wetter angesagt. Also nächste Woche ist bei mir wieder in der Wetter-App drin Regen, 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 Regen. Mal diese Panik mache. Der Lippo kennt nur eins, kommt er trocken zur Arbeit oder nicht? Alles andere kann ich eh nicht beeinflussen. Ist ja nicht, wenn ich jetzt denke, ach, hoffentlich komme ich trocken zur Arbeit. Da kommt die Polizei mit Knüppel vorbei. Sie haben sich den Sonnenschein gewünscht. Jetzt haben wir hier Trockenheit. Zack, zusammenschlagen. So ist das. Ist ja nicht der Zauber-Lippo. Also bei mir ist irgendwie die Dinge, die ich persönlich beeinflussen kann. Es gibt Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Was willst du dir den Tag versauen, indem man über Dinge nachdenkt, die man eh nicht beeinflussen kann? Bringt mir doch eh nichts. Was ist los hier? Mach mal also deinen Zug hier. Ja, genau so will ich das sehen. Turm schlägt E4. Das erzwingt sogar noch die Antwort hier, die dann auch nicht lange auf sich warten lässt. Springer E4. Ja, und so eine Show, wie selbst wenn es gehen würde. Turm E8, Springer F6 Schach. Aber geht ja gar nicht. Da müsste erst Dame F6 schlägt kommen. Da müsste ja Läufer A6 kommen. Also einige stille Züge, die noch kommen müssten. Das kannst du doch vergessen. Hm. Tja. Man weiß es nicht. Wo sind denn die Gezo-Vibes? Wo ich dieser Super-Constellation hat mit seinen Gezo-Vibes da, wo er diese Opferkombination auf Verdacht gespielt hat. Ich frage mich, wie die Quote war. Von 20 Mal Gezo-Kombination. Wie viele Punkte hat er geholt? Hat er 4 Partien gewonnen und 16 Partien verloren? Weil 16 Mal Gezo doch nicht so ging? Oder wie ist die Quote? Oder hat er 10 Partien gewonnen und 10 Partien verloren? Da soll er mit seinem Gezo-Vibes da auch mal Partien verloren haben. Das wäre erstmal alles nur geschätzt. Oh, ich hau mal rein auf A7, könnte schon irgendwie funktionieren. Das wäre nicht irgendwie, dass er jetzt matt in 20 Zügen gesehen hat.
jetzt als Beispiel und deswegen den Angriff gespielt hat. Der wäre richtig. Ach, schon gezogen. Dame E7, Lippo. Dame die Anschlag. Da ist die Partie eh gleich vorbei hier. Ich hatte mal eine Partie zwischen diesem Super-Expert. Oder war es eine Emulation vom Super-Expert? Kann doch sein, dass es ein Huber-Emulator war. Gegen Roma. Roma mit Aljechen-Verteidigung mit Schwarz. Und der Super-Expert spielt, war glaube ich eine 30-Minuten-Partie, ich weiß nicht mehr genau. Der Super-Expert ist auf jeden Fall, der hat auch den Angriff, den er später gespielt hat, mit H4 und was weiß ich, diesen Königsangriff. Das hat er alles auf Theorie gespielt, obwohl der Roma schon längst aus dem Buch war. Und dann, irgendwann stand der Roma total pleite und dann war er aus dem Buch draußen. Das gibt's auch so. Auch von Fidelity gegen Roma. Mit, das kann man auch mit Kishon Chester nachspielen. Also, Chigurin-Vater D4, D5, C4 Springer C6. Roma spielt Chigurin-Verteidigung. Und dann kann man das auch hier, da kann man das auch mit Kishon Chester nachspielen. Der zieht den quasi im Buch über den Tisch, den Roma. Und selbst der Kishon Chester, der spielt so lange Theorie, bis der Roma total pleite steht. Also das ist irgendwie ein bisschen, die haben schon die Chancen gesucht, aber dann gab's ja, dann kam ja der Almeria. Dann hat denen das auch nichts mehr gebracht, dass der gegen den Roma jetzt diese Variante gespielt hat. Und dann muss er natürlich, wenn das dann geblockt ist, Chigurin-Verteidigung, dann kannst du da auch nichts machen. Also wenn es in der Turnierbibliothek eh nicht drin ist, dann bringt es dir auch nichts. Was haben wir denn hier? Ich wollte ganz kurz lesen, was da als Bewertung stand, konnte es aber nicht mehr. Lipo, hau ab, ist geheim. 6,21 plus. Ja, das wird wohl noch in der Zeit, bis ich zur Arbeit musste, jetzt zu Ende gehen hier. Ich will mir nur kurz zeigen lassen, warum es so ein geiles Plus ist. H5 schlägt Dame, H5 schlägt Schach, König G3 und was kommt dann? Man weiß es nicht. Springer F6, Schachhutze. Die Verzweiflung ist groß hier, da muss die Puppe gespuckt werden. Ich glaube, das schaffen wir auch noch innerhalb der Zeit hier, die ich noch zur Verfügung habe. Sagen wir 47, um 18 Uhr muss ich spätestens los. Das klappt schon noch. F6 schlägt. Matt, weiß ich gar nicht, was sagt er, glaube ich, noch nicht an. Aber Springer F6 schlägt. Springer F6 Schach, das zeigt einem schon, dass da irgendwie irgendwo was im Argen liegen. Gut, ist so direkt Dame G4 matt. Also stille Züge, also Dame F6 schlägt oder irgendwas, geht ja gar nicht, wegen einzügig matt. Also muss er schon auf H5 nehmen. Das ist dann Dame F3 Schach. Ist das auch matt? H5 schlägt, Dame F3 Schach, König H4, Springer G2 matt. Das ist auch pleite. Also gut, er kann mit Läufer dazwischen ziehen. Nur im Fantasy-Lipoland ist das matt. Alle anderen spielen weiter. So, Dame E2, ja, die Partie geht jetzt dem Ende entgegen und Resignation. Was aber nicht an, es muss doch irgendwie ein zwingendes Matt drohen. Er macht ja nicht Dame E2, wenn es nicht irgendwie matt in irgendwas wäre. Deswegen, ich mach's nur weiter, um zu sehen, ob das jetzt irgendwie matt wird. Er macht ja nicht Dame E2, wenn ich irgendwie schon das Matt im Matt in 3. Ja, sehr schön. Dame A5 schlägt Schach. Das ging ja recht flott dann. Dame F3 Schach. Und dann Dame Springer G2 ist das irgendwas. Ist so matt. Ja, die haben schon gewusst, was hier los ist hier. Lippo muss zur Arbeit, wir müssen mal hinhauen hier. Da haben die Schiff, Schaff, Schuf gespielt hier, Schnick, Schnack, Schnuck oder was? Der Super-Experte hat abgelost beim Schnick, Schnack, Schnuck. Da hat gesagt, gut, dann verliere ich eben. Ja, nur Spaß. 33 Züge. Vancouver gewinnt diese Partie gegen den... Ja, das... Schreibt es in die Kommentare, ob Läufer E7 die Partie nicht zwingend gewonnen hätte. Läufer E7 greift den Springer an. Also stille Züge sind nicht so ohne weiteres möglich. Dame E5 oder was, fällt immer der Springer mit Figurengewinn. Und wenn Springer C2 kommt, Dame G5, droht das Matt auf G7, G6, Läufer F6, droht Dame H6.
Und dann ist auf G7 pleite. Schreibt mir in die Kommentare, ob das zwingend gewonnen hätte. So, damit bedanke ich mich auf jeden Fall und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.